Hey Leute, heute möchte ich euch zeigen, wie ihr die FPS in jedem Spiel mit Hilfe von Steam anzeigen lassen könnt. Das Ganze geht natürlich mit jedem Steam-Spiel, wie schon gesagt. Dazu benötigen wir Steam. Deswegen öffne ich das jetzt mal, in meinem Fall, indem ich auf die Windows-Taste gehe und dann Steam eingebe. Dort müssen wir nämlich was einstellen. So, jetzt gehen wir einfach mal hier auf Anzeige hier oben und dann auf Einstellungen. Jetzt öffnet sich hier ein Fenster und dann gehen wir hier auf im Spiel. Und hier bei FPS-Anzeige im Spiel, das müssen wir umstellen. Hier können wir einstellen, wo die ist. In meinem Fall mache ich jetzt mal oben rechts, weil ich das am schönsten finde. Und dann gehen wir auf OK. Und jetzt können wir mal ein beliebiges Spiel starten aus unserer Bibliothek, um zu gucken, ob das funktioniert hat. Ich starte jetzt mal PUBG. Wenn wir jetzt hier in PUBG sind, sehen wir hier oben die eingestellten FPS. Die zeigt es uns jetzt hier an. Bei mir schwankt es so zwischen 50 und 60. Es kommt natürlich immer darauf an, was ihr macht, wie gut euer PC ist und natürlich auf die Grafikeinstellungen. Eure FPS sind logischerweise höher, wenn die Grafik niedriger ist, aber dafür ist die Grafik dann halt nicht so gut. Also das bedeutet jetzt auch nicht so viel. Ja, dann war es auch schon von diesem kleinen, aber feinen Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, dann würde ich sagen, ciao Leute, haut rein.